Es ist reine Provokation. Das hat der AfD-Bundestagsabgeordnete Thomas Seitz zugegeben. Er hatte mit einem Tweet für Aufsehen gesorgt, der aber eigentlich ganz anders gemeint war. Nachdem bekannt geworden war, dass sich ein nach einem Aufstand abgeschobener Afrikaner aus Ellwangen wieder in Deutschland aufhält, twitterte Seitz: Für solche Fälle braucht es einer wirksamen Abschreckung. Dafür darf eine Änderung von Artikel 102 Grundgesetz kein Tabu sein. Gemeint ist der Artikel, der einfach und eindeutig besagt, die Todesstrafe ist abgeschafft. Für Seitz aber offenbar Auslegungssache. Wenn man meinen Beitrag exakt liest, gab es keinerlei Forderung nach einer Einführung der Todesstrafe, sondern nur die Aufforderung nach einer wirksamen Abschreckung. Natürlich war mein Kommentar eine bewusste und gezielte Provokation. Die AfD hat sich inzwischen von Seitz distanziert. Die Partei setzte sich uneingeschränkt für das Grundgesetz ein.